Es begab sich aber zu der Zeit, als die Bibel kein Bestseller mehr war, wohl übersetzt in 513 Sprachen, das Neue Testament noch 781 Mal mehr. Als die Menschheit auf dem Wege war, Ungeheuer sich vermehrend, hinter sich eine dunkle Vergangenheit aus Argwohn und Krieg, blutigster Gräueltaten, verblendeter Gesinnung gezollt. Vergangenheit, die nicht vergangen scheint. Vor sich eine apokalyptische Zukunft, die den Götzen der Technologie verschrieben ist. Google das Wissen verwaltet, Mittelmäßigkeit als Gerüst für Werte genügt. Zukunft, die nicht mehr zukünftig scheint. Unterdessen aber Mensch und Natur zur Disposition steht, wird es nicht genügen, nur zu verkünden, lasst uns nach Bethlehem gehen.